Hallo alle zusammen, willkommen bei einer neuen Anno 2070 Aufnahme. Ja, mit mir begrüße ich natürlich ganz herzlich den Wolfgang, beziehungsweise Absoidus, wie wir ihn ja alle kennen. Hallo, hey. Und ja, was haben wir heute vor? Szenario beenden, oder? Denke schon. Das ist die Devise. Sieht ganz gut danach aus, denke ich. Ich gehe dann mal aus dem Pausenmodus raus, ja? Ich, ja. Achievement. Gleichgeschalten, jawoll. Wenn ich die Situation einschätze, wird hier vorerst nicht weitergebaut. Allerdings, so, bevor jetzt irgendwas weitergeht, muss ich erstmal hier die Insel Omikron umbenennen, denn die hat letztes Mal jemand gewonnen, und zwar Necro 33. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, Gratulation dazu. Wir hatten Notizen angelegt, schätze ich mal. Ja, nach Wegbomben, Gourmet-Menüs ausbauen, Pharmazeutik bauen, mehr Executives, Monument weiterbauen. Ja, super. Ich habe mittlerweile eine wunderbare Meldung bekommen. Und zwar hier oben bei meinen Pharmazeutikern, dass ich da pro Pharmazeutiker-Dingens, Telltale-Dingens, drei so Farmen brauche, so Fettschmelzen. Alarm! Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Geht nicht, gibt's nicht. Ja klar, man hat eine Polizeistation, aber die deckt natürlich nicht alles ab. Warum sind wir eigentlich so weit im Minus? Frage ich mich auch gerade. Cool, dann sind wir schon zwei. Herausforderungen wären nicht schlecht, aber bitte nur geistiger Natur. Bei uns laufen ein bisschen die Executives weg, ne? Ich merk's gerade, ja. Lifestyle, Schmuck und Pharmazeutika sind so weit unten. Weil ich Schmuck doch erst angekurbelt habe. Auch gut, da sind wir bei den Gourmet-Menüs mal auf 100%, ne? Ich meine, damit kämpfen wir jetzt, glaube ich, die letzten zwei Folgen. Die letzten 200 Folgen. Ja, gefühlt. Übrigens, wir waren letztes Mal bei Folge 93, das heißt, wenn wir jetzt 6 Folgen aufnehmen, sind wir auf 94. Wir schaffen es genau auf 99 Folgen, wenn wir jetzt 1,5 Stunden aufnehmen. Das heißt, wenn wir dann aufhören, haben wir beim Beginn der nächsten Aufnahme die 100. Folge. Wahnsinn, oder? Wenn wir das bis dahin schaffen. Ja, mal schauen. Fuck, ich brauch Beton. Ich lehme mal die Verteilung. Sieht da nicht bei dir mit der Urlaubsplanung aus dieses Jahr? Die hat mein Chef für mich übernommen, tut mir leid. ich bin ab 27. Dezember zu Hause. Bis 2. Januar, glaube ich. Ich habe komplett die 2 Wochen Urlaub. Willst du vorbeikommen? Deine Schwester hat mich auch schon gefragt. Ja, bezüglich Silvester, glaube ich, oder? Ja. Oh, Skylar Baines. Cool. Wer auch immer das ist. Das ist die oberste Chefin von Global Trust, von den Tycoons. Boah, ich habe gerade bei meinem Schnitzel so eine richtig fette weiße Sehne. ich bin da, was das angeht, ja echt eine Muschi, ne? Also, wenn ich so ein Stück habe, wenn ich das schon sehe, reicht's mir eigentlich schon. Den er sich am liebsten huben. Also auch viel schlimmer. Oh Gott, es laufen mir auch noch die Forscher unten weg. Wegen der Kriminalitätsrate. Ein gewisses Risiko besteht. Deswegen frage ich ja Sie. Minus 1400, was ist los? Ich weiß es nicht. Aber die Zeit läuft. Aber wir sind gerade an einem absoluten Tiefpunkt. Das ist schlimmer als die Wirtschaftskrise 1950, oder?
kann gleich mal ein paar Brennstäbe verkaufen gehen, sobald Trenchcoat wieder da ist, aber... Und das hilft uns ja auch noch Periphere, ne? Achtung, Produktionsstillstand. Ein gewisses Risiko besteht, deswegen... Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Natürlich ganz oben irgendwo am Arsch der Welt. Bin mal unterwegs, ne? Was mit der Obner? Ja. Okay. Warum möchtest du gern? Ja, ich hätte gerade begonnen, dass du mit dir Schnitzel essen kannst, aber ist okay. Ja, nee, dann mach. Nein, dann baue ich weiter, ist okay. Uns fehlen 41. Die werden wir wohl noch hinkriegen, oder? Ich denke schon. Polizeistaat? Was zum... 10 von 10. Ja, warum haben wir 10 von 10 gebaut? Weil wir immer sofort wieder abreißen. nein, ich habe gleichzeitig. Also ich habe in Jojo Fall 3 stehen. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Neue Gebäude wird der Bau endlich in die nächste. Ja, wir können weitermachen. Ich mach direkt, ne? Ja, wie hast du das jetzt gemacht? Wir hatten diese Stadt groß zu machen. Wir hatten auf einmal genug. Das ist ein erfolgreiches Unternehmen. Ein totaler Baustopp kostet sie ein Vermögen. Das Problem ist, ich muss bei meinen Forschern und Laboranten kurz die Steuerung runterdrehen, damit die wieder hochgehen. Von der Bevölkerungsanzahl hier. Also sollte ich beschleunigen, aber das geht ja hier gar nicht. Oh Gott. Stell ich die auf hellgrün, dass sie überdauer. Hey, plötzlich sind wir wieder 216 im Minus. Was zum... Hä? Matthias, was zum Geier machen wir? Nein. Verstehe es nicht, was ist hier los? Ach so, die Getränke sind wieder erfüllt beim Ding und beim Lifestyle geht es auch wieder hoch, deswegen, wenn Execute ist. Ich habe eigentlich schon eine pharmazeutische Handelsroute. Nein, oder? Das ist eine gute Frage. Doch, Pharma-Handelsroute haben wir. Gut, dann wie weit produzieren wir hier? Ja, doch ganz gut, aber die Station ist zu 50% ausgelastet. Warum? Okay, der geht langsam hoch, das heißt, das geht langsam in Produktion. Okay, langsam läuft's, Matthias, das wird was. So, welche Drinks musste ich jetzt hier ausbauen? Für mein neues Experiment wurden bewilligt. Die Bio-Drinks musste ich noch ausbauen, so. Kaffee und Zucker habe ich nichts da. Okay, das heißt, ich kann die ganze Produktionskette aufbauen. Das heißt, ich brauche ein Kontor. Kontor sage ich ein Handelswarenhaus. Handelsposten-Warenhaus. Ich kenne. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Wenn nicht, ist auch okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier nochmal. Sechs Felder an der Zahl, Wahnsinn. Falsche Straße. Energieversorgung mangelhaft. Ja, der Nekro. Ja. Warum da schon? Macht er uns nur Sorgen. Oh Gott. Der neue Obner. No comment. Just no comment.
Dann werden wir hier auch mal wieder einen Schaufelradbagger aufstellen. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Hey, schöne Sache das. Würden Sie eventuell diese Angelegenheit für SAAT erledigen? Ihre Hilfe bei dieser Angelegenheit wäre für SAAT ein echter Gewinn. Okay, mit der Mission wünsche ich dir viel Spaß. Warnung. Produktion gestoppt. Was? Warum? Oh ne. Oh ne. Was heißt Produktion gestoppt? Kein Gold vorhanden. Gold wird aber geschmolzen. Okay, ich sehe schon warum. Ach komm, das ist es nicht euer Ernst. Ich will Sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Ich hab's auf Facebook gelesen. So geil, ne? Episch. Wirklich einfach episch. So gut? Ja. Ich werde wohl die nächste Zeit nicht dazu kommen, leider. So, damit ist die Goldproduktion auch. Besiegst du eben die feindliche Flotte? Schickst die Firebirds oder was? Die feindliche Flotte besteht aus einem kleinen Kriegsschiff und drei. Also, was? Oh, okay. Mal schauen, was ich tun kann. Wir sollten übrigens auch langsam mal die Seeflotte. Die Vorräte gehen zu Ende. Warum haben wir? Hä? Schmerzlicher. Nein! Schmerzlich. Du blöde Sau! Oh! Ja, sorry. Was wird? Warum haben wir so wenig Bio-Drinks? Das. Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Können wir die Bombe haben, jawohl. Jawohl, die pumpen das einfach so weg, hey, das ist abartig. Beweis mit Laufsammeln, na super. Dem Ordner direkt hin, ne? Ja. Wo war ich gerade? Ach ja, Gold und so. Und Bierdrinks. Was war das jetzt? Wollten wir jetzt eigentlich Tilda auch noch attackieren? Also, ich sag's mal so, wir müssten uns nicht machen, um das Szenario zu gewinnen. Und ich glaube, wir sind besser dran, wenn wir die Ressourcen nicht in die Flugzeuge stecken, sondern in anderweitige Objekte. Also ich persönlich würde es nicht mehr machen, aber wenn du unbedingt willst, dann können wir schon noch. So, damit müsste die Gold-Dings laufen. Da
Der Pharmakonzern läuft auch schön. Wie sieht es mit dem Monument aus? Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. Ganz gut, denke ich mal. Laut Medienberichten gibt es in der Stadt einen Einwanderungsboom. So etwas ist immer gut für die Wirtschaft. Haben Sie den... Der Vorstand wird sehr erfreut sein. Schön. Allzeit bereit, 4 von 5 Sternen. Was bedeutet das? Erfüllen Sie Aufträge für dritte Parteien. Ja, 500 von 1000 mittlerweile, ja. Also ich habe langsam ein bisschen was auf dem Kerbholz. Und ich habe auch einen netten Kommentar gelesen von The Otmar, von wegen, wir sind doch wahnsinnig, dass wir zwei AKWs direkt nebeneinander hinstellen. Wenn nämlich eins hochgeht, folgt das andere doch direkt auf den Fuß. Genau das war der Plan. Wenn schon, dann schon richtig. Stellen Sie sich vor, ich habe ein neues Labor bekommen mit lauter neuen Geräten.